At first, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich Ihnen die Details über die Alleen auf Englisch mitteilen kann. Deswegen habe ich mich entschieden, Deutsch zu reden. Entschuldigen Sie bitte dafür. Mein Name ist Annette Groß und ich arbeite für einen kleinen Verein, der sich um die Entwicklung der Insel Rügen im Norden Deutschlands kümmert. Nicht nur um die naturschutzfachliche Entwicklung, sondern auch um die wirtschaftliche Entwicklung, weil wir meinen, dass Ökologie und Ökonomie einfach zusammengehört. Wir haben in ganz Deutschland 120 Mitglieder und wir arbeiten mit anderen Naturschutzvereinen wie dem BUND zusammen. Martin Skalski hat mich gebeten, etwas über die Möglichkeiten und die Chancen für die Wirtschaft zu erzählen. Also wenn die Alleen eine Bedeutung für die kleine Wirtschaft haben. Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick geben. Ich werde mich auch kurz fassen. Zunächst möchte ich Ihnen was erzählen über die rechtlichen Grundlagen, speziell in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dann etwas über den Tourismus, über die Bedeutung des Tourismus für die Insel Rügen erzählen, über unser Alleenkonzept, dann über das Thema hatten wir heute Vormittag schon, über die Landwirtschaft und Alleen und zum Schluss ein kleines Beispiel geben für die Zusammenarbeit von Farmern und Gemeinden und sorry, also jetzt geht Englisch und Deutsch durcheinander für mich. Ein kleines Beispiel geben, wo alle, also die Gemeinden, die Landwirte und die Naturschutzverbände zusammengearbeitet haben und eine Allee gepflanzt haben. Zunächst will ich Ihnen zeigen, wo Rügen überhaupt liegt. Ganz im Norden, im Nordosten Deutschlands. Rügen ist ein Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und hat etwa die Größe von Berlin, 70.000 Einwohner und gehört zum Landkreis Vorpommern-Rügen. Die rechtlichen Grundlagen in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind in Sachen Alleen sehr fortschrittlich. Nur Brandenburg und Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben ähnliche Gesetze. Aber Mecklenburg-Vorpommern hat als einzigste den Alleenfonds, zu dem ich noch was sagen werde. Im Grundgesetz des Deutschlands ist festgelegt, dass sich der Staat um den Schutz der Landschaft kümmern muss, auch für künftige Generationen. Und in der Verfassung, in der Landesverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern steht ebenfalls, dass der Landschaftsschutz ein sehr wichtiges Thema ist und dass Alleen geschützt werden müssen. Das ist dann weitergeführt im Landesnaturschutzgesetz, in dem nach § 19 die Alleen geschützt sind, Alleen und einseitige Baumreihen. Und aufgrund dessen kann das Land bestimmte Erlasse geben. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Landesnaturschutzgesetz in einem für uns sehr wichtigen Regularium umgesetzt, in dem Baumschutzkompensationserlass, der regelt, wenn Bäume gefällt werden, den Ausgleich und Ersatz und ebenso die Pflege der Alleen.
oder auch definiert zunächst erstmal, was ist eine Allee und regelt auch die Nachpflanzung, wenn Bäume gefällt wurden. Aufgrund dieses Baumschutzkompensationserlasses ist jeder, der einen Alleebaum fällt, zu Ausgleich und Ersatz verpflichtet. Diese Ausgleichsmaßnahmen werden von dem Ministerium, von dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern reguliert und von den unteren Naturschutzbehörden. In dem Baumschutzkompensationserlass ist geregelt, wie ein gefällter Baum ausgeglichen werden muss, entweder 1:1 bis 1:3,5. Das heißt, wenn ein Baum gefällt wurde, muss einer nachgepflanzt werden, wie bei 1:1 oder bei 1:2 kann es sein, wenn ein Baum gefällt wurde, muss einer nachgepflanzt werden und ein zweiter bezahlt werden. Das stuft sich ab, je nach Alter des Baumes oder nach der Baumart. Ist es eine häufige Baumart oder eine seltene Baumart? Und diese Ausgleichszahlung, die von dem Verursacher des Eingriffes in die Landschaft gezahlt werden müssen, fließen in den Alleenfonds, der von dem Umweltministerium verwaltet wird und den unteren Naturschutzbehörden. Der häufigste Verursacher in unserem Land sind natürlich die Straßenverkehrsbehörden, weil die häufig für die Pflege und also für die Pflege der Alleen an Bundes- und Landesstraßen verantwortlich sind, aber auch Gemeinden und Kreise sind für die Pflege an Kreis- und Gemeindestraßen verantwortlich und sind Verursacher, da aber weniger. Kommen wir nun zur Bedeutung des Tourismus für die Insel Rügen. Sie haben ja gesehen, die Insel Rügen ist die größte Insel Deutschlands, liegt in der Ostsee. Und ein Hauptwirtschaftszweig der Insel ist der Tourismus, der nach der Wende zugenommen hat und an dem ziemlich viele Hotels und nicht nur Hotels, Destinations verdienen. Deshalb hat es zugenommen, dass der Tourismus natürlich nicht nur Betten zur Verfügung stellen will, wie es nach der Wende häufig war, sondern den Touristen auch was bieten will. Und die Insel Rügen ist für ihre Einmaligkeit der Natur und Landschaft bekannt und dazu gehören auch die Alleen. Und ich habe Ihnen hier mal ein Bild von der Seite www.rügen kopiert. Das ist der Tourismusverband Rügen und der wirbt mit seinen Alleen und nutzt sie für das Marketing. Eine weitere Aktion des Tourismus ist die Tour der Allee, die jedes Jahr stattfindet, bei der alle mitmachen können, also nicht nur die Radsportprofis, sondern auch einfach Leute, die gerne Rad fahren. Die findet, wie gesagt, jedes Jahr statt und ist sehr inzwischen sehr populär auf Rügen und in Deutschland. Reisen auch Touristen von Hamburg oder auch von Schweden an. Und dieser Naturerlebnistourismus nimmt immer mehr zu. Und so sind auch die Touristiker in der Zwangslage, mehr Naturerlebnis zu bieten. Also der Radwandertourismus und der Wandertourismus sind sehr populär geworden.
Eine andere Sache, die auf Rügen begonnen hat und die inzwischen ganz Deutschland erfasst hat, ist die Deutsche Alleenstraße. Wir haben heute schon davon gehört. Das hat seine Geschichte mit der Wende, mit dem Fall der Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. In Westdeutschland sind nicht mehr so viele Alleen vorhanden gewesen. Viele wurden in den 60er, 70er Jahren gefällt und im Osten waren noch sehr viele Alleen, auch sehr viele alte erhalten. Und deswegen gab es nach der Wende Aktivitäten aus der Bevölkerung, diese Alleen möglichst zu erhalten. Und es wurden Briefe an den ADAC, das ist der Automobilclub Deutschlands, eine ziemlich große Vereinigung, geschrieben. Und man hat dann aus diesen Alleen, was liegt näher als daraus, eine Ferienstraße zu machen, ähnlich wie die Deutsche Weinstraße oder die Deutsche Käsestraße, gibt es eben jetzt die Deutsche Alleenstraße. Und die Idee dahinter ist, dass die Hotels und Pensionen oder andere Institutionen, die etwas für den Tourismus anbieten, mit der Deutschen Alleenstraße werben und dass die Touristen durch ganz Deutschland auf der Alleenstraße fahren oder erfahren können mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Rad. Und die Hotels und anderen Anbieter dadurch angelaufen werden, sozusagen, genutzt werden. Und sie können zusätzlich noch weitere Naturerlebnisangebote anbieten. Weil die Alleen für Rügen so wichtig sind, also es gibt 233 Kilometer. Fast alle Straßen haben Alleen auf Rügen. Hat man sich 2008 entschlossen, ein Alleenkonzept zu entwickeln. Auf Druck der Bevölkerung, muss man sagen, weil in den Jahren davor wurden immer wieder im Winter Bäume gefällt. Oft nicht ersichtlich, aus welchem Grund. Als Laie hat man den Eindruck, da werden erst die gesunden Bäume gefällt und die Kranken bleiben stehen. Das, wenn man vorbeifährt, plötzlich ist ein Baum weg, der bleibt nicht liegen, sondern da gibt es inzwischen Maschinen, dass man die auch gleich beräumen kann. Man hatte so den Eindruck, als wenn die Alleen verschwinden sollten. Und es gab große Proteste in der Bevölkerung und einfach auch Druck durch die Naturschutzverbände, endlich was zu tun und nicht einfach die Pflege dem Zufall zu überlassen. Und man war sich einig, dass es eine, auch für die Nachpflanzung eine Konzeption braucht und hat sich in einem Workshop zusammen an den Tisch gesetzt, also die Gemeinden, Vertreter von dem Kreis, Naturschutzverbände, Vertreter von den Straßenverkehrsbehörden, um ein Konzept zu entwickeln, wie man zukünftig mit der Pflege der Alleen und mit der Nachpflanzung umgehen will. Es war ein zähes Ringen mit den Straßenverkehrsbehörden, aber letztendlich ist man doch zum Beschluss eines Konzeptes gekommen, das die Nachpflanzung empfiehlt, und die Art der Nachpflanzung und bestimmte Regularien hat. Aber dieses Konzept ist ein Konzept und wurde zwar vom Kreis beschlossen, aber es muss eben auch umgesetzt werden und daran arbeiten wir jetzt in verschiedenen Projekten. Eines dieser Projekte begann 2009. Das fördert die Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und
Naturschutzverbänden und den Gemeinden, weil die meisten Alleen liegen im ländlichen Raum, weniger in Siedlungsbereichen. Und dafür ist es unbedingt erforderlich, dass man mit den Landwirten zusammenarbeitet. Denn nach den neuen Richtlinien des Verkehrsministeriums Mecklenburg-Vorpommern müssen die Neupflanzungen an Landesstraßen, an Bundes- und Landesstraßen mindestens 3,50 Meter von der Straße weggepflanzt werden. An Gemeindestraßen gilt das noch nicht so strikt. Und da sind wir, wenn wir diesen Abstand einhalten, im Feld, in der landwirtschaftlichen Fläche. Und die Landwirte sagen, was sollen hier die Bäume? Wir brauchen diese Fläche, das ist unsere Produktionsfläche. Die Landwirte kriegen dafür Fördermittel. Also das hatten wir heute Vormittag auch schon. Das ist von der Europäischen Union so geregelt, dass die Fördermittel pro Hektar bezahlt werden und pro Feldblock. Und wenn die Landwirte dort nur einen Streifen verlieren, verlieren sie gleichzeitig auch Fördermittel und Produktionsfläche. So ihr Argument. Und eine andere Motivation von uns ist auch, dass natürlich Probleme bei der Pflege der Neupflanzung bestehen. Wir haben zwar etliche Neupflanzungen seit der Wende getätigt, aber nach dem Ablauf der 3 Jahre nach dem Pflanzen, da muss die Baumschule noch pflegen, sind dann oft Abgänge bei den Bäumen zu verzeichnen, weil sich dann niemand für die Pflege verantwortlich fühlt oder nach 5 Jahren mal irgendwie geschnitten wird und dann zu heftig, als dass es der Baum verkraften würde. Oder wir haben auch viel mit Trockenheit zu kämpfen. Und wenn die Landwirte draußen sind auf ihren Feldern, dann könnten sie vielleicht, so war unsere Idee, in die Pflege mit einbezogen werden, zum Beispiel gießen oder so. Da sind wir auf sehr harten Widerstand des Naturschutzes gestoßen, weil in der Vergangenheit auch Landwirte, die die Bäume von der Feldseite her beschneiden. Wie schon gesagt, das Problem liegt in diesen Förderflächen. Und die Landwirte haben wieder argumentiert, sie wollen sich ihre großen Trecker nicht an den Ästen der Bäume kaputt machen. Und von der Straßenseite her werden auch die Bäume beschnitten. Und warum dürfen wir von der Feldseite her nicht beschneiden? Diese sehr harte Beschneidung von der Feldseite her haben einige Landwirte, obwohl es nach Cross-Compliance dafür harte Strafen gibt, haben die aber selbst in die Hand genommen und einfach die Allee feldseitig abrasiert, einige Landwirte. Und das hat die Naturschützer wieder sehr verärgert. Und so gibt es da Fronten, die wir wieder aufbrechen wollten und in diesem Projekt mit allen zusammenarbeiten wollten und das auch getan haben und gesehen haben, dass da viele Probleme beidseitig bestehen, auch mit dem Eigentum der Flächen, weil nicht alle Flächen sind im Eigentum der Landwirte. Das war ein langer Weg und wird es auch noch weiter sein. Also wir sind da noch lange nicht am Ende. Wir haben zunächst aber mit den Landwirten zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir finden Bäume gut und wir möchten Nachpflanzungen machen und möchten mit euch zusammenarbeiten. Wie können wir da vorgehen und wie können wir da helfen? Und so ist dann am Ende dieses Projektes eine kleine Pflanzung entstanden an der nördlichsten Spitze Deutschlands und an der nördlichsten Spitze Rügens. Vielleicht kennen das einige, Kap Arkona. Da wurde eine Ebereschenallee gepflanzt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Der Bürgermeister hat sich sehr eingesetzt und hat auch vermittelt zwischen dem Eigentümer der Flächen und den Landwirten.
Wir haben auch noch ein bisschen Geld vom Landkreis bekommen und so konnte dann die Allee gepflanzt werden. Das ist ein kleines Beispiel. Wir haben an anderen Stellen auch noch kleine, kurze Alleen pflanzen können und machen an dieser Stelle weiter. Die Finanzierung erfolgte aus dem Alleenfonds und aus dem Alleenfonds wird dann auch die Pflege finanziert. Nicht die ganze Pflege, nur die Anwuchspflege und danach hat sich die Gemeinde verpflichtet, weiter zu pflegen. Da am Kap Arkona bestimmt 500.000 Touristen übers Jahr ankommen, ist die Gemeinde sehr interessiert daran, den Touristen dort auch Naturerlebnis zu bieten. Ja, das ist meine kurze Zusammenfassung. Es ist also ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren der Landschaft, dem Landschaftsschutz, Umweltschutz, dem Tourismus und der Landwirtschaft. Und es geht eben nur mit Zusammenarbeit, wenn wir Fronten herstellen, wird es immer schwieriger und dann damit kann man die Bäume langfristig nicht schützen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tak vidím, že největší problém, který není jenom u nás, ale i ve Francii, ale i v Německu, jsou vlastnické vztahy. A za další evropské dotace, které právě zemědělcům dávají dotace přesně podle ploch a potom je těžká komunikace při obnově alejí. Takže já si myslím, že primárně by měla být snaha, abychom zatlačili na poskytovatel evropských dotací, nebo respektive na Evropskou unii, aby se ta pravidla začala měnit a dávaly se třeba prostředky na výkup pozemků, aby se mohly tyto aleje obnovovat. Ja, das hat unser Landwirtschaftsminister, also der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern versucht. Der ist nach Europa gefahren, auch wegen anderer Sachen, der Fischerei, und hat versucht, dieses Problem darzustellen. Aber es ist ihm gesagt worden, dass das nicht mehr geht. Also gerade jetzt für 2014 werden die Förderrichtlinien geändert und man möchte mehr Ökologie reinbringen. Aber gerade diesen Punkt, der für uns sehr wichtig ist und der viele Probleme lösen würde, der wurde nicht mit aufgenommen. Tak máme další dotaz. Mě by zajímalo, jestli v německé legislativě je také to, co je v naší legislativě, ale myslím, že to vychází z evropských předpisů, takzvané krajinné prvky, to znamená, které to jsou útvary na zemědělské půdě, jako jsou jmenované jsou terasy, meze, remízy a jiné útvary volně rostoucí zeleně, které od roku 2009 u nás nejsou, nebo tedy jsou započítávány jako součást pozemku jako zemědělského půdního fondu a zemědělci jsou tedy motivováni k tomu, aby je neničili, ale aby naopak se o ně starali. A už to celkem funguje, a pouze s tím rozdílem, že jsou takzvané vnější krajinné prvky, jako jsou tady ty vnitřní krajinné prvky, jako jsou tady ty remízy a ty, které jsou spojené s nějakým, jakoby propojené s lesem, tak ty bohužel chráněné nejsou, což je toho nelogické. Ale já si jenom ptám, jestli ten princip tady těch útvarů veřejné zeleně, jestli v Německu je také. Ja, das gibt es auch in Deutschland, weil es ist eine europäische Richtlinie. Also die Feldblöcke und die Landschaftselemente, bei uns sind es Wasser und Knicke, die sind auch vorhanden. Und wir haben festgestellt im Laufe unseres Projektes, dass man einfach auf Landesseite die Alleen vergessen hat. Man hätte die Alleen als Landschaftselemente mit einbringen können 2005. Das hat man versäumt. Und als man die Feldblöcke digitalisiert hat, da haben wir jetzt oft das Problem, dass die Feldblockgrenzen mal in der Allee, mal außen sind. Also
nicht, auch nicht an Flurstücken sich orientieren. Und das ist das Problem, das hausgemacht im Ministerium haben wir herausgefunden. Und man kann, die Landwirte können Landschaftselemente nachmelden, also heute könnte man Landschaftselemente nachmelden, nur es gibt zum Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern, für das Bundesland, dadurch nicht mehr Ausgleichszahlung, also nicht mehr mehr Fördermittel. Das Land bekommt ein Budgetfördermittel von der EU und das muss es verteilen nach gewissen Richtlinien. Und wenn die Richtlinien zum Beispiel, wenn Alleen als Landschaftselement anerkannt werden würden, müssten diese Fördermittel im Land anders verteilt werden. Und da sind wir mit dem Land, mit dem Ministerium schon länger im Gespräch, aber das war bisher nur Kopfschütteln zu bekommen. Wir sind da aber weiter dabei. Interessant ist auch, dass wir haben ein Ministerium, Mecklenburg-Vorpommern wurde Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium irgendwann zusammengelegt. Aber trotzdem arbeiten weiter beide Abteilungen Landwirtschaft und Naturschutz aneinander vorbei, denke ich. sonst wäre das Problem nicht entstanden. Děkujeme. Další dotaz má Piotr, předávám mikrofon. Es ist seit lange bekannt, dass die Baumreihen die Produktivität der Landwirtschaft verstärken. Ja. Die Bäume beeinflussen den Wasserkreislauf, den Wind, das Mikroklima im Allgemeinen. Und die Landwirte wissen das nicht? Doch. Einige schon. Wir haben auch gerade da oben Probleme mit der Winderosion. Und einige sagen ja auch, ich möchte eine Allee pflanzen oder also sogar eine Obstbaumallee pflanzen. Also die wissen das schon und einige nehmen sogar in Kauf, dass sie da weniger Fördermittel bekommen. Aber eben nicht alle. Also man findet schon einige Freiwillige, die das wissen und die da auch gut arbeiten. Also deswegen ist auch die Naturschutzseite gefordert, nicht generell zu sagen, alle Landwirte sind schlecht und die wollen ja immer nur die Bäume abhacken, sondern man muss es differenziert betrachten und immer versuchen, zusammenzuarbeiten. Und das ist besonders wichtig in Ostdeutschland mit diesen großen Feldern. Ja, ja. Děkujeme. Tak je tu ještě někdo, kdo by chtěl položit dotaz nebo nějaký komentář vyjádřit? Není, takže Anete, moc děkujeme za prezentaci.